Alles hat zwei Enden, nur der Schmidt hat eins, der Schmidt hat eins, der Schmidt hat eins. Thomas Schmidt, der gebeitelte und untatsächlich gebeutelte, verstaatlichte Manager der Republik, offizielle Madame Pompadour Österreichs, Lust- und Lebensmensch der türkisen Familie, Dritter der Dreifaltigkeit der Korruption des Landes, Beschaffungsbeauftragter verfänglicher Fotos, Kirchenerpresser, einstiger Diplomatenpassinhaber, Böbelvermeidungsexperte und überzeugter Feminist, hat nun sein Handtuch geworfen. Aber nicht in der Pratersauna zu Wien, sondern überraschend in der ÖBAG, Österreichs größter Verstaatlichten- und Beteiligungsgesellschaft. Drei kleine Türkislinge, die schlachteten das Land. Einer stak sich selber tot, der Rest fährt an die Wand. So die erste, nun endlich hörbare Strophe des Niedergangs einer dekadenten und präpotenten Ansammlung infantiler Karrieristen und Stümper, die es für drei Kuss-Emojis nur für sich taten, die es mangels Alternativen in der noch Regierungspartei ÖVP an die Spitze des Landes gespült hat. Schmidt ist der erste türkise Stein, der aus der dicken Mauer der Skandale des Urwaschel-Oligarchen Sebastian Kurz brecht. Nun muss Schmidt ohne Diplomatenpass, ohne Dienstwagen, ohne Millionengage, ohne seinen geliebten Kanzler und vor allem ohne sein Diensthandy vorlieb nehmen, mit dem sogenannten Böbel in der Wiener U-Bahn in Zukunft die gleiche Luft atmen, hat aber dafür mehr Zeit, mit seinen Wurstfingerlein wieder Chats zu schreiben. Vielleicht heuert er auch in der Kronenzeitung an. Dazu passen würde er ja. Eine wahrlich steile und harte Karriere liegt hinter ihm, dem Günstling ohne Moral und Charakter. Gefallen ist er am Ende über sich selbst, über seine offen zur Schau getragene Dummheit. Mehrere entscheidende Fragen stellen sich an einem Tag wie diesem. Wer ist der Nächste, dem die seidene Schnur überreicht wird und welcher kostet es, was es wolle, Günstling, wird die Stelle Schmidts in der ÖBAG einnehmen? Sind diesbezüglich schon Castings in einer der Lokale von Martin Hoh in Wien geplant? Wer wird dem kümmerlichen Rest der einstigen Dreierbande mit Fotos und WhatsApp-Nachrichten versorgen? Fragen über Fragen, die einen an Tagen wie diesen bewegen. Und kurz darauf in der Schmidt sei gewarnt. Zwei kleine Türkislinge, die wuschen vor Gott sich reine. Den einen fraß der Kickel, da blieb nur noch der eine.